Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Apple News wieder am Start und zwar der nächste Review der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal um eine kleine Webcam, wieder das All-in-One-Paket mit AI Autofokus, also dem intelligenten Autofokus, 1080p Unterstützung, 4 Mikrofone sind integriert und wir haben sogar einen Lautsprecher direkt mit im Gerät. Das ist die eMeet Jupiter, die Webcam mit der Intelligenz, die sich ja jeder so wünschen würde. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie der ganze Bums jetzt hier so dahergekommen ist. Wir müssen sie erstmal aus der Verpackung befreien und sagen uns dann hinterher, okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was das kleine Gerät so kann. Besonders wenn die Webcam einen eingebauten Lautsprecher hat, dann hört sich das Ganze ja schon recht vielversprechend an. Und auch da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie gut sie das Problem löst. Denn meistens ist es ja so, dass man die Webcam im Laptop meistens komplett vergessen kann. Und wenn du dir die Webcam angetan hast kurzzeitig, dann bist du eigentlich schon ganz glücklich, wenn du dich doch für eine externe Webcam entschieden hast. So, wir schauen mal direkt drauf. Das ist das Gerät. Ist ein ganz schöner Klopper, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Die ist echt groß. Aber gut, ich meine, wenn da ein vernünftiger 3 Watt Lautsprecher drin ist, muss da auch ein bisschen was passieren. Das können wir also zur Seite stellen. Das ist die Webcam. Alter Verwalter, ist die groß und ist die schwer. Also die ist wirklich schwer. Keine Ahnung, was die gerade wiegt, müssen wir gleich nochmal direkt gucken. Sie hat auf jeden Fall einen USB-C-Eingang und sie nennt sich vom Modell her AWJ01A1 5 Volt 500 mA AI Webcam Jupiter. Wir haben an der unteren Stelle, das fällt mir direkt auf, sehr erfreulich, die Möglichkeit, das Ganze auf ein Stativ aufzuschrauben. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen schwer, muss ich sagen, für den Bildschirm oder Laptop. Dann an der anderen Stelle können wir das Ganze hier ausklappen. Und, oh ja, das ist sehr cool. Wir können es in mehrere Optionen reinbringen. Das ist also auch sehr, sehr genial. Wir können es an den Bildschirm anbringen. Und wenn wir es da angebracht haben, dann soll das Gerät uns, wie gesagt, auch wunderbar fokussieren. An der vorderen Seite haben wir natürlich das Objektiv, welches durch eine Abdeckkappe hier direkt geschützt ist. Das heißt, die ist aus Hartplastik. Immer wieder draufsetzen, denn die HD-Linse mit maximal 1080p bzw. Full HD soll ja gut geschützt werden. Und die unterstützt jetzt hier einen Autofokus. Das habe ich tatsächlich bei einer Logitech-Kamera auch mit drin. Und hier muss ich aber sagen, ist das Ding wirklich groß, weil wir hier oben halt noch zusätzlich einen Lautsprecher eingebaut haben. Also wenn man das Ganze so vergleicht mit einer Logitech, ich lasse die mal ganz kurz hier runterkommen. Komm mal her, ja. Klemmt hier auch wieder fest, das Teil. Kriege ich gar nicht. Hängt hier hinten am, ist egal. Ihr seht sie. Guck mal, wie klein meine Logitech hier ist. Ich glaube eine 10920. Die sitzt da auch schon eine Weile drauf, ein bisschen angestaubt. Aber das ist schon ein Größenunterschied, der sich gewaschen hat. Größtenteils lassen die ja hier eigentlich alles mit sich machen. Wir müssen mal ganz kurz hier so ein bisschen rübergehen, damit ich jetzt hier das Kabel nicht komplett runterziehen muss. Das hängt hier irgendwo, ja, da hängt es fest in der Bildschirm. Ja, das ist meine Logitech. Die hat ja auch separat noch eine Abdeckung. Die habe ich hier natürlich auch. Aber das ist schon geschmacklich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ganz andere Hausnummer. Wenn ich mir den Spaß so angucke, Stereo-Mikrofone hatte ich ja hier auch. Hier habe ich an der Stelle natürlich noch einige Mikrofone mehr und zwar sage und schreibe 4 Stück. Ob das am Ende des Tages natürlich viel besser ist, was jetzt Videoqualität, Audioqualität anbelangt, das werden wir uns natürlich direkt jetzt nochmal anschauen. Aber ich muss schon sagen, das Ding ist schon echt ganz schön happig groß. Man muss natürlich sagen, stört einen nicht, wenn es eh auf dem Bildschirm platziert ist, dann sollte das ja völlig egal sein. Mit Transportieren ist dann schon immer eine andere Nummer, weil wenn du das Ding hier zusammenklappst, wird es ja nun nicht wesentlich kleiner. Auch nicht, wenn ich jetzt hier bloß die Kappe noch aufsetzen muss. Es ist halt wirklich... Das ist einfach mal fast ein Pfund gehacktes, wenn du so willst, ja? Also kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ding jetzt hier so schlägt und wir wollen die einfach mal direkt anschließen an unseren Laptop. Was natürlich noch ganz wichtig ist, das habe ich fast vergessen. Wir müssen natürlich mal reinschauen, was wir hier noch im Lieferumfang haben. Wir haben natürlich logischerweise auch noch mal hier eine Anleitung, eine Hilfskarte oder Garantiekarte und dann natürlich noch ein USB-A auf USB-C-Kabel. Das ist natürlich ganz wichtig. Ohne das können wir natürlich die Kamera auch nicht anbinden. Das wäre natürlich sehr, sehr unpraktisch. Was cool gewesen wäre, wenn sie so ein Mini-Stativ noch mit reingetan hätten. Aber das ist jetzt hier natürlich nicht mit dabei. Gut, soll auch an der Stelle kein großes Problem sein. Mehr gibt es hier in der Anleitung auch nicht zu sehen. Ich denke mal, das kann sich jeder selbst erklären. Die Kamera ist halt wirklich Plug and Play. PC an, USB auf USB-C-Kabel rein und dann ist das Ganze schon damit gelutscht. So Freunde, ich habe die Jupiter jetzt angebracht. Der ganze Spaß sieht jetzt nämlich so aus. Hier auf der linken Seite habe ich jetzt meine ganz normale Logitech Webcam. Hier auf der rechten Seite sitzt sie jetzt, die Jupiter Webcam. Das Ding ist schon wirklich ziemlich, ziemlich groß, wenn wir jetzt hier mal so einen Blick drauf werfen. Ich habe es jetzt einfach so hinten dran geklemmt, so wie man es jetzt hier gewohnt ist. Hier hinten habe ich so einen schönen Schlitten und zwar von diesem kleinen Monitor, sieht man das ganz gut jetzt hier, da kann ich das Ganze so reinklicken, so, dann hält das ganz gut, da kann die nicht weg
Und dann habe ich die hier oben befestigt, habe die ausgerichtet jetzt direkt hier in diese Richtung, sozusagen genau da, wo ich jetzt gerade sitze. Und dementsprechend gucken wir nochmal ganz kurz jetzt hier so drauf. Also von vorne sieht die ganze Kiste ja auch schon mal gar nicht weiter schlecht aus. Wie gesagt, im Gegensatz zu der Streamcam von iCoco vom letzten Mal, kann die sich hier natürlich nicht bewegen. Sie hat halt einfach nur den Autofokus drin und den integrierten Lautsprecher. Und wie gesagt, die vier Mikrofone. Wir switchen jetzt mal ganz kurz um, wenn wir das jetzt hier so sehen. Und zwar habt ihr ja gesehen, ist das Ganze jetzt über einen USB-C auf C-Kabel angeschlossen. Das heißt, da geht das Kabel lang und geht hier oben in die Kamera rein. Hinter dem Bildschirm kommt es einfach nur raus. So, wir drehen jetzt mal das Licht direkt jetzt hier volle Kanne auf mich. Das bin übrigens ich an der Stelle, ja. So, wir gucken mal ganz kurz drauf. Da sehen wir es. Das ist jetzt noch die integrierte Webcam und zwar die vom Laptop innen drin. Und jetzt switchen wir mal den ganzen Spaß um. Und jetzt seid echt mal erstaunt, wie scharf das Bild auf einmal wird. Ich werde euch das Ganze natürlich auch zusätzlich nochmal einblenden und wir sehen jetzt hier schon, wir haben erstmal einen krassen Ultra-Weitwinkel jetzt direkt drin und die Farbwiedergabe ist natürlich, wie gesagt, um einiges besser. Da ist nichts jetzt hier, was irgendwie schlechte Aufnahmequalität ist. Nein, dementsprechend, wir switchen nochmal ganz kurz zurück und wir machen das einfach mal live, während ich das Ganze jetzt hier erzähle. So, wir können ja hier so drauf gucken, zwischen Foto- und Videomodus ist das jetzt hier kein großer Unterschied und wir gehen einfach mal drauf und ihr hört das jetzt, wie ich im Hintergrund noch weiterhin erzähle und seht jetzt gerade zeitgleich das Bild, was ich vom Laptop sozusagen aufnehme und da ist ja nun nicht wirklich viel passiert. Also man sieht es, es ist wirklich, ja, ich habe die Beleuchtung jetzt hier extra direkt von beiden Seiten hier raufgelegt, nur auf den Stuhl, damit man das beim Streamen ganz gut sieht. Und jetzt machen wir einfach Folgendes, switchen jetzt in dem Moment einfach mal die Aufnahme um und gehen direkt jetzt hier auf die Streamkamera drauf und ihr seht, Halleluja, da ist wirklich ein bisschen was passiert. Und zwar ist jetzt natürlich der Kamerawinkel ein ganz anderer. Wir gucken von viel weiter oben. Wir haben einen Weitwinkel. Das ist schon mal ziemlich genial. Aber wir können an der Stelle jetzt hier nichts weiter machen. Also ich kann auch irgendwie nicht den Winkel irgendwie, den Zoom kann ich jetzt hier persönlich nicht verändern. Also ich wüsste auch nicht wie. Denn der ganze Spaß ist ja nun so angeklemmt. So weit, so gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Streaming-Kamera bzw. als Webcam macht das Ding einen hervorragenden Augenblick und Einblick. Und wir wollen jetzt mal hören, wie gut ist eigentlich der Lautsprecher, der oben auf der Webcam direkt noch drauf ist. So, jetzt machen wir das mal. Das sind meine integrierten Lautsprecher. Und jetzt kann ich hier unten natürlich direkt reingehen. Und da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt hier gucken. Soundausgabe wählen. Da steht's. Freisprechtelefon Echo Ausstattung AI Webcam Jupiter. Von da oben kommt der Ton. Das war übrigens 100% Lautstärke, sehe ich gerade. Also okay, ist auf jeden Fall keine schlechte Sache für Mini-PCs als Beispiel, wo ihr jetzt im Büro seid, beziehungsweise im Hotelzimmer. Mach mal Kopfhörer lauter. Ja, ich sag mal so, Musik klingt da schon grässlich drüber. Aber wenn ihr keinen Lautsprecher habt, wir machen mal jetzt kurz den Switch und zwar hier direkt auf die Lautsprecher. Klingt wesentlich besser, ja. Die sind ja auch Atmos geeicht, das heißt Dolby Atmos Lautsprecher sind ein wesentliches besseres Merkmal, das ist soweit ganz klar. Aber solltet ihr jetzt in einem Hotelzimmer sein, wo ihr wirklich nur einen Mini-PC dabei habt und der Mini-PC kann per USB-C natürlich einen USB-C-Hub ran haben oder einen USB-A-Hub dran gekriegt haben, dann habt ihr die Möglichkeit, hier diese beiden Hubs einfach zu nehmen, darüber Maus und Tastatur drahtlos oder per Kabel anzuschließen, das ist ja völlig egal. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ding als Lautsprecher und als Mikrofon an der Stelle zu nutzen. Das ist schon mal eine ziemlich geniale Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Klein, kompakt und relativ günstig. Für um die 50 bis 60 Euro ist die Webcam auf jeden Fall dabei. Sie ist an sich ziemlich klobisch. Das liegt aber intern an diesem kleinen 3 Watt Lautsprecher. Das sollte soweit erstmal ganz gut klar sein. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit dem Gerät. Und sie hat jetzt ihren Platz an der Stelle erstmal dort gefunden. Sie hat da jetzt ihren Platz gefunden, zumindest so lange, bis ich jetzt erstmal dann die nächste Webcam ausprobiere und mir die hier wahrscheinlich dann irgendwann wieder abgeluchst wird. Ich bin auf jeden Fall mega begeistert von dem Ding, auch wenn es ein bisschen groß ist, aber Webcams müssen ja auch nicht immer mit herumgetragen werden, sondern sie sollten natürlich schnell und einfach irgendwo stehen bleiben, wo man sie dann auch für längere Zeit benutzen kann. Egal, ob das jetzt hier so eine Logitech an der Stelle ist oder natürlich jetzt hier die von Emit, die Jupiter. Dann bin ich an der Stelle erstmal raus und verabschiede mich, sage bis zum nächsten Video und verlinke euch das Ding unten in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao, ciao.